sie aufhalten. Sonst Fingerabdruck. Keine Ahnung. Also hier, der Typ scheint also irgendwas. Also entweder mit dem Menschen hier in Verbindung zu stehen. Auf jeden Fall weiß er etwas über die Tempelritter. Am Schluss wird der Brief unleserlich. Ich kann nur noch Bruchstücke erkennen. Der Mann schrieb etwas von Temrit. Waren damit etwa die Tempelritter gemeint? Das würde keinen Sinn ergeben. Was hat ein chinesischer Prinz mit den Templern zu tun? Ich denke, das werden wir erfahren. Ist da vielleicht noch was in der Leiche? Warte mal. Ich untersuche die Leiche ein zweites Mal und finde eine Packung Klebestreifen. So, Klebestreifen. Können wir das auf die Bank damit reparieren irgendwie? Nö. Nö. Auf die Bombe wieder anbringen? Das Päckchen mit der Bombe ist jetzt voller Kleber. Und jetzt? Pullover anbringen? Nein. Hundemarke anbringen? Ball anbringen? Schraubenzieher anbringen? Vielleicht jetzt nochmal mit der Miranda sprechen hier? Ich bin's nochmal, Miranda. Hallo, kann ich helfen? Nee, hätte mich auch gewundert. Durch den Kleber bekommt das Päckchen genug Haftung, um im Schrank zu bleiben. Ein Blick auf die Zünduhr verrät mir, dass nicht mehr viel Zeit bleibt. Nur noch 5 Minuten. Jetzt aber schnell. Ich muss die anderen Passagiere warnen. Nur wie? Ich muss irgendwie ihre Aufmerksamkeit erregen. Die Zeit drängt. Gut, lieber nochmal speichern hier, weil es so schön ist. Ich habe immer Angst, dass jetzt im Hintergrund tatsächlich irgendwie ein unsichtbares Zeitlimit läuft. Und dass wir wirklich in 5 Minuten hier, kannst du vielleicht deinen Hund mobilisieren oder so? Das wäre doch fein. Ich bin's nochmal, Miranda. Hallo. Ja. Könntest du mir mal kurz deine Hundepfeife ausleihen? Okay, kein Problem. Hier, bitteschön. Danke. So, jetzt haben wir also die Hundepfeife wieder. Ist da vielleicht noch was in der Leiche drin? Der alte Mann ist definitiv tot. Gut, also schlecht. Nein. Ich bin doch... Wir können die Leute auch nicht einfach ansprechen. Okay. Auf Wieder... Ich sollte sie besser... Ja, genau. Ein Blick auf die Zünduhr ver... Ja, das wissen wir. Nochmal die Hundepfeife auf den Hund anwenden. Hören Sie mir bitte zu. Begeben Sie sich umgehend an das andere Ende des Zuges. In wenigen Minuten wird es hier eine Explosion geben. Beeilen Sie sich. Kabumm! Und wo sind wir jetzt? Kam gar keine Überleitung oder so? Mal schauen. Ja, wieder nur 2 Häuser. Gehen wir erstmal Pharmacy, also in die Apotheke rein. Zeitschriften kann man hier mitnehmen schon mal. Schauen wir uns die erstmal an. In dem Ständer stecken irgendwelche Gesundheitsmagazine. Nicht wirklich interessant. Nein, ich will wirklich keine. Schade, reden wir mal mit dem Apotheker hier, der eigentlich genauso aussieht wie André Lobineau. Guten Tag. Guten Tag, Sir. Was kann ich für Sie tun? Wie lange arbeiten Sie schon hier? Ich bitte Sie, wenn ich Ihnen helfen kann, dann sagen Sie es mir doch. Andernfalls lassen Sie mich bitte meinen Job machen.
Ich habe keine Lust auf eine mehr oder weniger illustre Unterhaltung. Ich dachte nur, dass Sie... Ich habe doch gesagt, dass Sie mich nicht stören sollen, sofern Sie keine medizinische Hilfe brauchen. Verstanden. Okay, das hat uns nicht weitergebracht, noch nicht. Jo, hier gibt's ansonsten nichts, glaube ich, ne? Oder doch? Flaschen, aha. Da stehen lauter kleine Fläschchen auf der Theke. Abführmittel ist auf dem Etikett zu lesen. Oho. Ich kann nicht einfach so in eine Apotheke reinspazieren und Utensilien von der Theke nehmen. Gut, dann gehen wir erstmal wieder raus. Und ab in die... Was ist denn das überhaupt? Wird eine Taverne sein oder so ein Pub oder sowas, nehme ich mal an. Hier mit der Menükarte vor der Tür. Und George geht auch ganz ordentlich den Zebrastreifen. Vorbildlich. Also auch das Spiel ist auch definitiv was für Kinder. Da kann man noch was lernen, meine ich, ne? So. Was haben wir hier? Pinnwand, Poster, Gäste, Bierflasche. Ich fange erstmal mit der Bierflasche an. Ich habe noch nie solch eine große Flasche gesehen. Ein glasgewordener Traum für jeden trinkfesten Briten. Ich verzichte. Okay. Aschenbecher. Da ist ein Aschenbecher. Sieht ziemlich mitgenommen aus. Nein, auf ich mach dir die Lunge kaputt, Drogen, stand ich noch nie wirklich. So, was haben wir denn noch? Das lustige Fußballposter hier hinten. Können wir das vielleicht mitnehmen oder abreißen? Oder? Da hängt ein Fußballposter. Ich mag diesen Sport nicht. Nico findet ihn aber toll, wegen der Männer. Ich hatte schon vieles in meinen Taschen, aber ein Poster muss wirklich nicht sein. Okay, was sagt denn die Pinnwand? An der Pinnwand hängen verschiedene Zettel. Auf einem steht irgendetwas über die gute Hygiene in britischen Pubs. Hier waren sie wohl noch nicht. Natürlich, das hätte was, mit der Pinnwand unter dem Arm aus dem Pub zu spazieren. Aber dieser George, du brauchst das jetzt, Impuls, regt sich in diesem Augenblick nicht. Ja, der George hat ja anscheinend ganz schön viele Impulse, die sich nicht regen. Hier hängen noch Tassen. Dort oben hängen verschiedenfarbige Tassen. So eine hätte ich in Lochmarn gebraucht. Sie sind zu hoch, da komme ich nicht ran. Auf den Hocker steigen? Nein, ich möchte mich jetzt nicht setzen. Okay. Da sind rote Barhocker. Sehen nicht gerade gemütlich aus. Reden wir erstmal mit dem netten Barkeeper hier, der hier schon seit mindestens 20 Minuten sein einziges Glas oder sein einziges dreckiges Glas anscheinend putzt. Seife haben wir noch, sehe ich gerade. Mal schauen. Ein Stück Seife. Toll. Was soll ich jetzt dazu sagen? Nein, ich rede besser erst mit dem Wirt. Gut, machen wir das. Dem Barkeeper, dem feisten Barkeeper. Schönen guten Tag, guter Mann. Sie sind hier der Wirt? Nein, der heilige St. Peter. Ach so, falsche Tür. Immer mit der Ruhe, ich habe nur gefragt. Und ich nur geantwortet. Okay, also Sie sind der Wirt. Wundern Sie sich nicht, warum hier nicht so viel los ist? Gegenüber hat ein neuer Pub seine Pforten geöffnet. Bobby Country, wie edel. Seitdem läuft das Geschäft nicht mehr so besonders. Bis auf Mike und Steven dort drüben verirren sich nicht mehr viele hierher. Die beiden gehören schon fast zum Inventar. Und was machen Sie dann den ganzen Tag? Nicht viel. Ich putze Gläser, lese Zeitungen und was sonst noch anfällt. Manchmal habe ich richtig Glück und die Spülmaschine gibt ihren Geist auf. Die kann ich dann reparieren. Was lesen Sie denn für Zeitungen? Das ist mir egal. Hauptsache irgendwas. Ich würde mir sogar die Zeitungen von vor 5 Jahren anschauen. Ja, da kommt mir schon ein Gedanke. Aber fragen wir ihn erstmal nach den anderen Gesprächsthemen. Was denn ist denn mit Nico und Kahn, der eine sehr schöne Frisur hat übrigens, finde ich? Haben Sie eine dunkelhaarige Frau mit einem südländisch aussehenden Mann gesehen? Ist das Ihre Frau? Nein, noch nicht. Das ist meine Freundin. Sie sind also ein Paar? Ja, kann man so sagen. Warum läuft sie dann ohne Sie mit einem Südländer durch die Gegend? Das ist eine lange Geschichte. Hören Sie, ich möchte Ihnen nicht meine Lebensgeschichte erzählen. Deshalb, haben Sie sie gesehen oder nicht? Nein. Okay. Mir ist nicht entgangen, dass Sie ein großer Fußballfan sind. Ja, tatsächlich. Mein Lieblingsclub ist wie bei vielen hier in York, York United. Vor allem Charlie Chickelson. Mein Sohn wünscht sich schon lange ein Trikot von ihm. Vielleicht hat Ihr Sohn ja eines Tages Glück.
Oh, abruptes Ende der Musik? Also York United gibt das, glaube ich, wirklich, wenn ich meine rudimentären Fußballkenntnisse hier mal anwenden darf. Darf ich mir kurz mal die Seife leihen, guter Mann? Könnte ich vielleicht die Seife haben, die hier liegt? Nein, können Sie nicht. Die gehört ausschließlich dem Personal. Gibt ja sonst nicht viele Leute hier. Für diese Bemerkung könnte ich Sie aus dem Laden schmeißen. Keine schlechte Idee. Ich könnte dann mal Bobby Country einen Besuch abstatten. Ich bezweifle, dass er was über die Templer weiß, aber nichtsdestotrotz... Wissen Sie was über die Templer? Oh ja, sehr viel, Sir. Dadurch, dass ich sehr viel lese und mich auf Seminaren weiterbilde, erfahre und lerne ich sehr viel. Und die Templer haben es mir angetan. Mein zweites Hobby, sozusagen. Ja, meines auch, sozusagen. Dann fangen Sie mal an. Das ist ein mittelalterlicher Ritterorden, der unter Philipp dem Schönen ausgerottet wurde. In 3 Wochen wird in Paris eine Ausstellung zu den Templern eröffnet. Da muss ich unbedingt hin, auch wenn meine Frau etwas dagegen hat. Ich bin beeindruckt. Was ist das? Wissen Sie, ob die Templer mit der chinesischen Kultur in Verbindung gebracht werden? Ah, wegen dem Herrn in der Bahn. Allerdings, die Templer hatten enge Kontakte mit dem chinesischen Hofadel. Welchem Hofadel? Man sagt ihnen Kontakte zum Prinzen Qiyang nach. Xihang? Genau. Allerdings rätselt man bis heute, welche Absichten beide Parteien hatten. Schließlich konnte der Prinz den Templern aufgrund seiner schlecht ausgebildeten Leibgarde keine Männer zur Verfügung stellen. Und die Templer waren zu geizig, dem armen Hofadel finanziell zu helfen. Man sagt, dass die Kontakte noch heute bestehen sollen. Okay, interessant zu wissen. Gibt es weitere Anhaltspunkte? Scheinbar soll die in Paris stattfindende Ausstellung sehr hilfreich sein und eventuell neue Beweise liefern. Wissen Sie, wo in Paris? Leider nein, ich werde mich aber in den nächsten Tagen erkundigen. Ich weiß nur noch so viel. Ein Siegel wird in einer der letzten Schriften des Großmeisters Jacques Dumoulin erwähnt. Er spricht darin von der Rückkehr der Templer, die mit der Hilfe des Siegels eingeleitet werden wird. Gibt es Ihrer Meinung nach solch ein Siegel? Oh ja, Sir, solch ein Siegel gibt es. Was bedeutet das? Nichts, ich bezweifle sehr stark, dass das Siegel eine tragende Rolle spielt. Jacques Dumoulin wollte kurz vor seinem unfreiwilligen Tode seinen Häschern mit dieser Ankündigung drohen, ihnen Angst machen. Doch er erntete nur spöttisches Lachen. Ich muss so schnell wie möglich nach Paris, zu dieser Ausstellung. Vielleicht finde ich dort das Siegel. Es muss für die Tempelritter eine so große Bedeutung haben, dass sie dafür bereit sind, erneut zu töten. Aber erstmal brauche ich ein Zimmer. Heute geht kein Flug zurück nach Paris. Na, dann mieten wir doch einfach mal eins, würde ich sagen. Kann ich mir ein Zimmer mieten? Das dürfte kein Problem darstellen. Wir haben in der oberen Etage einige Zimmer. Die sind alle frei. Dann würde ich gerne eins nehmen. Hier haben Sie den Schlüssel. Die erste Tür links. Danke. Ach, kostet auch nichts. Das ist ja praktisch. Gut, jetzt haben wir immer noch die beiden Herrschaften hier, Mike und Steven. Werden wir doch einfach mal erst mit denen sprechen, bevor wir dort hochgehen, zu den Zimmern, wenn ich dort überhaupt hoch kann. Doch, ich kann. Einfach mal munter drauf los. Guten Tag, die Herren. Tag auch. Mein Name ist George Stobbart. Ich bin gerade auf der Durchreise. Ich heiße Mike. Und das da ist Steven. Ach, geht nicht. Okay. Dann gehen wir mal hoch zu unserem neuen Zimmer. Wir können uns ja anscheinend jetzt irgendeins aussuchen. Der Schlüssel passt hier für alle Türen anscheinend. Und wir kommen hier gar nicht weiter, weil, und so weiter, ne? Hier ist nämlich, wird gerade, der Boden wird gestrichen. Okay, dann hat das wenigstens einen Sinn. Gut. Jetzt mal das Schild angucken. Ich meine, Wet Paint, frische Farbe oder feuchte Farbe. Na toll, ich habe auch immer so ein Glück. Ausgerechnet jetzt wird hier gestrichen. Mit diesem Schild kann ich nicht viel anfangen. Aber mit dem Eimer? An diesen Eimer komme ich nicht ran. Warum nicht? Da steht ein Eimer. Er ist allerdings außer Reichweite. Kletter doch kurz drunter, da kommst doch dran. An diesen... Achso, ja. Gut, haben wir sonst noch was? Nö, ansonsten geht's nur zurück hier ins Zimmer. Machen wir das doch einfach mal. Ich nehme mal an mit diesem Schlüssel hier. Ich benutze den Schlüssel für das Schloss der Tür. Er knarrt einmal und rutscht dann wieder aus dem Schloss. Entweder hat mir der Wirt den falschen Schlüssel gegeben, oder das Schloss ist kaputt. Ich zerre an der Tür, doch sie Gut. geht nicht auf. Okay, also dann müssen wir uns wohl noch mal wohl oder übel mit dem Wirt beschäftigen, nehme ich mal an. Der natürlich jetzt weg ist und wir einfach die Seife schnappen können, nehme ich mal an. Verdammt, der Wirt ist weg.
Ja, einfach mitnehmen von wegen, ich bin kein Dieb. Auch mal die Seife, das einzige Stück Seife hier in York. Und George nimmt das einfach mal mit. Also das ist doch schon sehr umsichtig. Mal wieder. So, jetzt das, denke ich mal, auf den Schlüssel verwenden. Ich glaube nicht. Gut, okay, dann nicht. Dann gehen wir aber nochmal hoch. So. Na, geh schon, so. Und benutzen die Seife auf die Tür. Weil was anderes fällt mir dazu jetzt nicht ein. Oh nein. Nicht. Gibt's ein Schloss hier noch, oder was? Oh nein. Ein Stück Seife. Toll. Was soll ich jetzt dazu sagen? Ja, weiß ich nicht. Toll. Was? Nein. Nein. Gut, sonst den Eimer. Na gut, was haben die beiden denn hier noch zu sagen? Ah, der Wirt ist weg. Warum denn das, meine guten Herren? Habt ihr eine Ahnung, wohin der Wirt verschwunden ist? Ja, er wollte nur was Neues zum Lesen kaufen. Müsste aber in einer Stunde wieder da sein. Und wer leitet in der Zwischenzeit den Pub? Das machen wir. Ihr? Ja, warum nicht? Wir sind das schon gewohnt. So oft wie Mr. Parler weg ist. Ah ja. Wisst ihr, wie ich in mein Zimmer reinkomme? Der Schlüssel klemmt. Das alte Problem. Was kann ich dagegen machen? Haben Sie Lust auf ein kleines Spiel? Sie wollen mir erst sagen, wie die Tür aufgeht, wenn ich mit Ihnen dieses Spiel gespielt habe? Richtig, und natürlich müssen Sie auch gewinnen. Nichts leichter als das. Sie kennen Armdrücken? Ja, kenne ich. Das wollen Sie machen? Korrekt. Sind Sie bereit? Kann losgehen. Gewonnen. Ah, gegen Sie habe ich keine Chance. Geben Sie nicht so schnell auf. Was ist denn mit eurem Glas? Ist das Wasser, was Sie da trinken? Ja, ich trinke nämlich keinen Alkohol mehr. Jetzt sind Sie überrascht, stimmt's? Etwas schon. Wissen Sie, seit ich vor einigen Jahren vor lauter Trinken den Namen meiner Kinder vergaß, habe ich keinen Tropfen Alkohol mehr getrunken. Außerdem habe ich seither einen sehr empfindlichen Magen. Ah ja, verstehe. Da kommt das Abführmittel ins Spiel, würde ich mal sagen. Kann ich jetzt die Tasse nehmen? Sie sind zu hoch, da komme ich nicht ran. Ja, dann steig hier auf den Hocker rauf. Nein, ich möchte mich jetzt nicht setzen. Ah, hier ist noch was, oder? Jo, ein Glas. Eine Nadel kann ja nicht schaden. Ach, das sind... Es ist ungewöhnlich, ein Glas ein mit Glas Nadeln mit Nadeln auf einem Tisch stehen zu sehen. Ich hoffe, das trinken die Leute hier nicht. So, was haben wir denn? Ups, Entschuldigung. Warte mal, das ist hier oben denn noch Lampen. Okay, und die Bierflasche und der Aschenbecher, aber ich glaube, das ist nicht wichtig. Während ich mir die Lampen so anschaue, überlege ich mir, ob der Pub nicht mehr Gäste hätte, wenn sie aus wären. Zwei einsame Lampen an der Decke tun ihr Bestes, um dieser Spelunke einen Hauch von Licht zu spenden. Kann ich die denn wieder biegen, die Nadel? Toll, was soll ich jetzt dazu sagen? Ein Stück Seife, toll. Ja. Mal hier auf die Tür vielleicht anwenden. Keine gute Idee. Keine gute Idee, okay. Also ich kann auch nicht den Schlüssel Nein. jetzt... Ja, ich meine hier die...